neuen Laufbahn jetzt hier bei mir, der Patrick Hosting. Herzlich willkommen. Hallo. Frage liegt natürlich auf der Hand. Deutscher Fußballbotschafter und Olympiateilnehmer am Wasserspringen. Also wie heißt Turmspringen, ne? Wasserspringen. Wie passt das zusammen? Es passt insofern alles zusammen, dass wir Sport machen. In welcher Art und Weise ist es mal egal. Es geht darum, sich zu bewegen, Spaß am Sport zu haben. Und ja, die Zeit, auch gerade wie es im Fußball sehr wichtig ist, zusammen zu verbringen. Okay, aber du bist dann konkret angesprochen worden von dem Botschafter, wie du mitmachen darfst, oder? Genau, vom Präsidenten höchstpersönlich. Vom El Chefe hat persönlich angerufen und gefragt, ob du mitmachst. Und wie waren sie? 4 Kilometer auf dem Laufband? Das ist ungewohnt, ne? Ja, normalerweise würde ich nur irgendwo runterspringen und dann aus dem Becken schwimmen. Also ich habe eine ganz andere Bewegung, aber ich mag Herausforderungen und deswegen bin ich auch gerne hier. Geht man als Wasserspringer auch mal im Wald zum Joggen? Nee. Ausdauer ist auch nicht so Thema bei euch, ne? 2020 Olympische Spiele waren mittendrin in Corona. Ja, kann man so sagen. Ja. Im Endeffekt waren wir alle glücklich, dass wir Olympia machen konnten, dass wir uns Deutschland repräsentieren konnten, dass das, wofür wir immer so lange trainieren, dann auch zeigen konnten. Mhm. Von daher ist es dann im Gegensatz zu anderen Ecken auf der Welt, wo es momentan viel schlimmer aussieht, jammern auf hohem Niveau. Wie war denn bei euch, oder gab es denn bei euch Corona-Einschränkungen, was das Training betrifft? Nur ganz am Anfang. Als Corona erstmal ausgebrochen ist, hatten wir eine kurze Einschränkung und danach konnten wir mit viel Hilfe vom Land Berlin, von allen Sponsoren, Unterstützern dann doch recht gut trainieren. Okay. Und Wasser ist ja auch geklort, ne? Da ist ja passiert ja virenmäßig alles. Da werden einige Bakterien und Viren sowieso abgetötet, von daher sind wir dann noch auf einer recht sicheren Bank. Und jetzt geht's vorwärts wieder. Das ist ja unser Anliegen auch mit unserem Projekt, Deutschland wieder in Bewegung zu bringen, ne? Also andere Vereine hatten große Schwierigkeiten. Mannschaftssportart war kaum möglich. Sicherlich konnte man alleine in den Wald gehen, aber jetzt nicht in der Mannschaft trainieren. Das funktioniert jetzt wieder langsam. Wenn hier die Kilometer zusammenkommen auf diesem Laufband. Wir hatten ja gesagt, 3 Stunden, 10 Kilometer pro Stunde, sollten ungefähr 30 rauskommen. Kennst du dieses Projekt von der Anja Zivkovic in Indien? Ja, klar. Ich habe mich schon ein bisschen dazu belesen. Es ist ja immer, glaube ich, wichtig, dass man aus den Ländern, wo alles selbstverständlich ist, so wie in Deutschland, wir haben alles. Jeder kann machen, was er möchte. Und in Indien ist das nun mal nicht so. Und daher ist es von der Frau Zivkovic auch ein sehr gutes Projekt, Kulturen den Sport zu fördern, die es schwieriger haben. Und deswegen bin ich auch gerne hier auf dem Laufband heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich muss jetzt mal gucken, ihr sieht so aus, als bräuchte ihr gleich eine Ablösung, oder? Nein, natürlich nicht. Also, danke fürs Mitmachen. Herzliche Grüße auch an den Rest des Teams. Ciao. Und ihr müsst spenden, Freunde. Herzlichen Dank.